Auf der CD kommen an verschiedenen Stellen subliminale Stimmen zum Einsatz. Das heißt Stimmen, die so leise sind, dass man sie im normalen Kontext überhaupt gar nicht hört. Ich mache dazu mal die Musik an. Wir hören im Hintergrund die Musik. Wir hören bei der Lautstärke überhaupt gar nicht, dass da Stimmen enthalten sind. Um die hörbar zu machen, schalte ich mal die Musik aus. Die Musik ist aus. Was übrig bleibt, sind die Stimmen. Wir hören die Stimmen bei dieser Lautstärke immer noch nicht. Ich mache jetzt die Abhöre hier im Studio viel, viel lauter, ungefähr 40 dB. Das ist in etwa die hundertfache Lautstärke. Und du darfst gesund sein. Da hören wir die Stimmen. Du darfst erfolgreich sein. Wenn ich bei der Lautstärke die Musik anmachen würde, dann wäre das so laut, dass meine Lautsprecher kaputt gehen würden, ich wahrscheinlich einen Gehörsturz kriegen würde. Deswegen mache ich das natürlich nicht. Ich mache wieder leiser und schalte die Musik wieder ein. Die Stimmen verschwinden komplett in der Musik.